Tagesordnungspunkt 14, Beratung des Berichts der Bundesregierung über die Auswirkungen der Regelungen zum Elterngeld Plus und zum Partnerschaftsbonus sowie zur Elternzeit. Das Wort hat die Frau Bundesministerin Dr. Wahrheim. Ist Freitag. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, mit dem Bericht zum Elterngeld Plus debattieren wir heute über eine neue und eine ausgesprochen wichtige Familienleistung. Und der Bericht macht deutlich, wie sich Elterngeld Plus und der Partnerschaftsbonus auswirken, nämlich dass sie ein voller Erfolg geworden sind. Der Bericht fügt sich außerdem auch ein in die europäische Debatte. Wir haben gerade die aktuelle Diskussion um die neue EU-Vereinbarkeitsrichtlinie. Und es zeigt, dass wir die richtigen Debatten auch zur richtigen Zeit führen. 2005 wurde das Elterngeld Plus eingeführt und der Partnerschaftsbonus, um den Wünschen von Eltern Rechnung zu tragen, die sich im Laufe der letzten Jahre verändert haben. Die Mehrheit der Eltern will inzwischen ihr Leben gemeinsam und partnerschaftlich aufteilen, will, dass Familie und Beruf zwischen den Eltern in einem ähnlichen Maße aufgeteilt werden, in den Pflichten und auch den Vorzügen, die man dann genießt. Das sind ja nicht immer nur Pflichten, die man wahrnimmt, sondern die Zeit, die man füreinander hat. Etwa 60% der Familien heute sagen, dass sie das möchten. Es ist also für viele heute selbstverständlich, Familie und Beruf gleichberechtigt zu leben. Väter und Mütter wollen berufstätig sein und Zeit für die Familie haben. Und explizit muss man das sagen, das hat auch dieser Bericht gezeigt, viele Väter wollen mehr Zeit für ihre Familie haben und viele Mütter mehr Zeit für ihren Beruf. Eine Antwort auf diese Wünsche ist eben das Elterngeld Plus mit dem Partnerschaftsbonus. Ganz wichtig zu sagen, es ist ein zusätzliches Angebot neben dem klassischen Elterngeld, das unverändert daneben stehen bleibt. Aber dieses Elterngeld Plus unterstützt jetzt eben Eltern, die nach der Geburt wieder in Teilzeit in den Beruf einsteigen wollen oder eben von Vollzeit auf Teilzeit reduzieren wollen. Sie können bis zu 30 Stunden in der Woche arbeiten und erhalten das Elterngeld Plus dann bis zu 28 Monate lang. Die Idee ist, etwas weniger Elterngeld im Monat, weil man ja dazu noch berufstätig ist und noch weniger braucht. Aber das Geld, was man dann dort nicht braucht, das geht nicht verloren, wie es vorher war, sondern das kann man hinten dranhängen und man bekommt es dann eben länger. Ein Bonus, wie der Name schon sagt, das Besondere ist eben der Partnerschaftsbonus. Den erhalten dann Eltern, die in einem Korridor zwischen 25 und 30 Stunden die Woche arbeiten und sich damit gegenseitig in Familie und Beruf unterstützen. Wenn sie das tun, wenn sie sich dafür entscheiden wollen, dann erhalten beide je zusätzlich 4 Monate Elterngeld Plus. Also Zeit für Familie, Zeit für Erwerbstätigkeit, partnerschaftliches Miteinander von Müttern und Vätern, das ist das, was das Elterngeld Plus unterstützt. Und dieses Angebot kommt auch an. Seit seiner Einführung hat sich die Inanspruchnahme verdoppelt. Im dritten Quartal 2017 haben sich fast 290.000 Eltern für dieses Elterngeld Plus entschieden. Das sind fast 30% aller Eltern, die Elterngeld beziehen. Und von denen, die das tun, sagen 77%, das sei eine gute Sache. Nur 1% sagt, es sei keine gute Sache. Insbesondere sagen Väter, es ermutigt sie, mehr Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. 41% der Väter sagen, ohne diese Leistung hätten sie sich weniger Zeit für die Betreuung ihrer Kinder genommen. Und auch das bestätigen die Zahlen. Im dritten Quartal 2017 haben Väter, die nicht dieses Elterngeld Plus genutzt haben, durchschnittlich 2,7 Monate Elterngeld, also Basiselterngeld bezogen. Mit dem Elterngeld Plus waren es 7,4 Monate. Im Bundesdurchschnitt haben sich zuletzt 27% der Väter, die Elterngeld Plus beantragt haben, zusätzlich noch für den Partnerschaftsbonus entschieden, gemeinsam mit ihren Partnerinnen in einzelnen Bundesländern bis zu 40%. Wichtig zu wissen und auch wichtig für den Gerechtigkeitsaspekt, natürlich können Elterngeld Plus und auch der Partnerschaftsbonus auch von Alleinerziehenden und auch von Eltern in Anspruch genommen werden, die sich getrennt haben, die also getrennt erziehend sind. Und auch wichtig zu wissen, Ergebnis der Befragung im Rahmen dieses Berichtes, dass Alleinerziehende das Elterngeld Plus ähnlich positiv wie Paareltern beurteilen.
Auch Selbstständige können das Elterngeld Plus durch die Möglichkeit der Teilzeiterwerbstätigkeit nutzen. Es ist also ein Gewinn an Flexibilität für alle und beachtet die vielfältigen Familienverhältnisse und Erwerbswünsche. Was haben wir erreicht oder was erreichen wir mit dem Elterngeld Plus? Wir stärken die wirtschaftliche Stabilität von Familien, weil wir natürlich wissen, dass Erwerbstätigkeit die beste Versicherung gegen Familienarmut, gegen Kinderarmut und auch gegen Altersarmut ist. Und wir geben ein Instrument an die Hand, dass Familien mehr Zeit miteinander haben, gerade dann, wenn sie es brauchen, nämlich wenn die Kinder klein sind. Väter können mehr für ihre Kinder da sein. Mütter und Väter können sich die Zeit besser miteinander aufteilen. Und Kinder bauen von Anfang an auch eine stärkere Bindung zu beiden Elternteilen auf. Auch das ist ein wichtiger Aspekt bei dieser Leistung. Zukünftig wollen wir es Eltern noch leichter machen, insgesamt Familienleistungen in Anspruch zu nehmen. Alle, die sich mit Familienpolitik beschäftigen, wissen, dass das ein Dschungel ist. Wir haben viele, viele Angebote, aber sie sind teilweise kompliziert. Und wir haben jetzt zum einen das Elterngeld digital, einen Online-Antragsassistenten, aber wir wollen insgesamt besser werden darin, die Antragstellung zu vereinfachen und auch, wo es geht, zusammenzulegen. Dabei setzen wir natürlich auf die Digitalisierung. Und wir wollen natürlich auch mit dem Koalitionsvertrag, der jetzt vorliegt, insgesamt die Situation von Familien und von Kindern weiter verbessern. Wir wollen das Kindergeld erhöhen und Kinderfreibeträge anpassen. Wir wollen für Familien mit kleinem Einkommen den Kinderzuschlag erhöhen. Und vor allen Dingen dafür sorgen, dass die Leistungsfeindlichkeit in diesem Bereich endlich abgebaut wird. Dass eben nicht mehr wie bisher, wenn man einen Euro zu viel verdient oder mehr verdient, 170 Euro Kinderzuschlag von heute auf morgen wegfallen. Das ist so ziemlich das Leistungsfeindlichste, was wir in unserem Recht haben. Und wir haben teilweise Transferentzugsraten von über 80%. Der Spitzensteuersatz, der liegt nur bei gut 40. Also wir ziehen denen doppelt so viel ab, wie wir Spitzenverdienern abziehen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Auch das werden wir ändern, so man uns lässt, damit sich Arbeit eben wirklich für alle Eltern auch lohnt. Und natürlich müssen wir investieren in Kinderbetreuung, denn das ist Voraussetzung dafür, dass Eltern berufstätig sein können. Auch dafür sieht dieser Vertrag viel vor, sowohl im Bereich Kita als auch den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter. Ein Meilenstein für die Familienpolitik. Kindergrundrechte in die Verfassung, eine umfassende Reform des Kinder- und Jugendhilfegesetzes mit einem ganz breiten Beteiligungsprozess. Dieser Koalitionsvertrag sieht ganz viel vor, was gut ist für Familien und gut ist für Kinder. Und er ist es definitiv wert, umgesetzt zu werden. Herzlichen Dank. Frau Bundesminister Barley, Sie hatten natürlich recht. Ich war in der Tat zu schnell. Ich hätte zunächst einmal sagen sollen, dass nach einer interfraktionellen Vereinbarung für die Aussprache 60 Minuten vorgesehen sind, von denen jetzt schon 7 Minuten vorüber sind. Darf ich fragen, ob sich gegen die restlichen 53 Minuten Widerspruch erhebt? Das ist nicht der Fall. Dann ist das so beschlossen. Bitte um Nachsicht. Und jetzt ist die nächste Rednerin die Kollegin Nadine Schön von der CDU-CSU-Fraktion. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Am 29. Juni 2006 hat die damalige Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen von einem historischen Moment gesprochen. Das war nämlich der Tag, als dieses Hohe Haus mit den Stimmen der Großen Koalition das Elterngeld eingeführt hat, das dann zum 01.01.2007 in Kraft getreten ist. Das Elterngeld sozusagen die große Schwester des Elterngeld Plus, über das wir heute debattieren. Und der Tag war deshalb historisch, weil es damit möglich wurde, dass sich Eltern im ersten Jahr nach der Geburt eines Kindes eine Auszeit nehmen, die finanziell auch mit staatlicher Unterstützung so gut unterlegt ist, dass man sich die Auszeit auch gut nehmen kann. Damit sollte auch Menschen Mut gemacht werden, sich gerade für das erste Kind zu entscheiden. Historisch auch deshalb, weil zum ersten Mal die Väter in den Blickpunkt der Familienpolitik gerückt worden sind. Vätern sollte der Rücken gestärkt werden, wenn sie sich zusätzlich zur Elternzeit ihrer Partnerinnen noch für die Familie engagieren. Dafür wurden die Partnermonate geschaffen, und damit wurde auch eine kleine Revolution in unserem Land in Gang gesetzt.
Und wenn man sich die Leistung jetzt anschaut, dann sieht man, dass diese Ziele auch alle erfüllt wurden. Das Elterngeld ist eine der beliebtesten familienpolitischen Leistungen, weil die Eltern eben sagen, wir haben Zeit für die Familie, gerade in diesem wichtigen ersten Jahr, weil die Männer sagen, auch wir werden nicht mehr schief angeschaut, wenn wir im Unternehmen sagen, ich bleibe mal einige Monate zu Hause, um eben Zeit mit der Familie zu verbringen. Und wenn man in die Betriebe schaut, dann sieht man, dass dadurch schon ein kleiner Kulturwandel in den Unternehmen begonnen hat. Also das Elterngeld ist eine wahre Erfolgsgeschichte. Und ich habe den Eindruck, dass das heute auch die Fraktionen der FDP, der Grünen und auch der Linken so sehen. Das ist ganz schön, denn damals hatten sie leider gegen das Gesetz, gegen die Einführung des Elterngeldes gestimmt. Es ist eben Kernelement christdemokratischer Familienpolitik, Familien nicht vorzuschreiben, wie sie zu leben haben. Wir wollen eine möglichst große Vielfalt der familienpolitischen Modelle unterstützen. Wir wollen, dass Familien sich die Konstellation aussuchen können, die für sie am besten ist. Das Stichwort Wahlfreiheit ist ein ganz wichtiges Element christdemokratischer Familienpolitik. Und deshalb haben wir auch schon sehr früh darüber nachgedacht, dieses wichtige Instrument des Elterngeldes noch weiter zu flexibilisieren, es noch attraktiver zu machen für die unterschiedlichsten Modelle. Und deshalb hat bereits Ursula von der Leyen 2009 über das sogenannte Teilelterngeld nachgedacht. Und das haben wir dann wieder in der Großen Koalition mit den Sozialdemokraten 2015 eingeführt als Elterngeld Plus. Diese Grundidee des Teilelterngeldes, nämlich man kann über 24 Monate Elterngeld beziehen, wenn man Teilzeit tätig ist, und hat damit sehr viel mehr Flexibilität und Spielraum, den Familienalltag zu gestalten. Diese Grundgedanke des Teilelterngeldes haben wir dann als Elterngeld Plus verstärkt um die Komponente der Partnermonate eingeführt. Und auch Elterngeld Plus, die Ministerin hat es gesagt, ist ein absolutes Erfolgsmodell. Die Paare sind sehr zufrieden mit dieser familienpolitischen Leistung, weil sie wiederum sagen, wir haben Zeit für Familie. Wir haben eine finanzielle Absicherung, und auch die Väter haben mehr Möglichkeiten, sich für die Familie zu engagieren. Und ich will vielleicht nur mal zitieren aus den Zitaten, die im Rahmen dieser Umfrage unter den Eltern gemacht worden sind. Da sagt etwa ein Schlosser, ein Angestellter: Wichtig finde ich das Elterngeld wegen dem Geld natürlich, aber auch, weil ich das Gefühl habe, dass meine bisherige Arbeitsleistung irgendwie vom Staat wertgeschätzt wird. Oder ein weiterer Angestellter sagt: Besonders wichtig ist für uns das Elterngeld, weil wir so Zeit mit unserem Baby verbringen können. Das ist wirklich eine enorme Leistung, denn Zeit ist ein hohes Gut. Das merken wir jetzt besonders. Und jeder, der diese Erfahrung selbst gemacht hat, der wird genau das bestätigen können. Und diesen positiven Bewertungen des Elterngeldes und des Elterngeld Plus schließen wir uns als Unionsfraktion explizit an. Das Elterngeld Plus ist gut, weil es der Vielfalt der Familien gerecht wird, weil es die Wahlfreiheit stärkt, weil es flexibel ist und Eltern dabei unterstützt, Zeit für Familie zu haben und eben Beruf und Familie optimal vereinbaren zu können. Wir haben durch diese Leistung, das hatte ich gesagt, hat sich vieles in unserem Land verändert. Aber wir alle wissen, dass wir hier noch nicht am Ende angekommen sind. Und deshalb haben wir im Koalitionsvertrag erneut mit den Sozialdemokraten ein ganzes Familienpaket vereinbart. Und ich kann sagen, das ist die größte familienpolitische Entlastung, die wir jemals in unserem Land hatten. Wenn Sie sich die Gesamtschau der Maßnahmen anschauen, die wir uns für die nächsten 4 Jahre vorgenommen haben, dann kann ich nur sagen, hat der Parteitag der CDU am kommenden Montag und haben die Mitglieder der SPD eine hohe Verantwortung. Sie müssen sich nämlich die Frage stellen, wollen wir diese große Entlastung für Familien in den nächsten 4 Jahren ermöglichen oder wollen wir das nicht? Im Sinne unserer Familien kann ich nur sagen, alle, die hier mitentscheiden, haben eine große Verantwortung. Wir wollen die Familien unterstützen, entlasten, und sie sollen ein Schwerpunkt der nächsten 4 Jahre werden. Und dafür stehen wir mit diesem Koalitionsvertrag, den wir in den letzten Wochen ausgehandelt haben.
Ich will nur stichpunktartig die Punkte nennen, weil ich auch den Eindruck habe, viele Maßnahmen, die wir vereinbart haben, sind noch gar nicht bekannt. Wir haben vereinbart eine Kindergelderhöhung um 25 Euro in den kommenden 3 Jahren. Das ist die höchste Kindergelderhöhung, die wir jeweils hatten. Wir wollen den Rechtsanspruch für einen Ganztagsplatz im Grundschulbereich. Wir unterstützen weiterhin beim Ausbau, bei der Qualität und bei der Beitragsgebührenreduzierung im Bereich der Kitas. Wir steigen ein in eine Unterstützung von haushaltsnahen Dienstleistungen, denn wir alle wissen, dass die Hausarbeit der Zeitfresser schlechthin für Familien ist. Und auch hier wollen wir als Staat besser unterstützen, als wir das bisher gemacht haben. Wir haben vereinbart, ein Punkt, der den Sozialdemokraten auch wichtig war, das Thema Rückkehrrecht von Teilzeit auf Vollzeit, was natürlich ebenfalls Flexibilität ermöglicht. Und als öffentlicher Dienst werden wir das Thema Teilzeit in den Führungspositionen in Angriff nehmen. Denn der große Skandal in den Unternehmen und auch im öffentlichen Dienst ist doch, dass, wenn man Teilzeit wählt, oft die Karriere vorbei ist. Und das ist auch der Grund, weshalb gerade Väter es scheuen, mehr Zeit für Familie sich zu nehmen, über längere Strecken mal auszusteigen, über längere Strecken Teilzeit zu arbeiten, weil sie eben Angst haben, dann von der Karriereentwicklung abgeschnitten zu sein. Das ist ein Punkt, den wir uns im Jahr 2018 in diesem Land einfach nicht mehr leisten können, weil wir die Väter in der Erziehung brauchen und weil die Unternehmen es sich gar nicht leisten können, auf die vielen Mütter zu verzichten, die nämlich dann vor der Entscheidung stehen, Beruf und Familie, und sich dann größtenteils auch für die Familie entscheiden. Das darf es im Jahr 2018 fortfolgende nicht mehr geben. Beide Eltern, Mütter und Väter, müssen die Möglichkeit haben, Zeit für Familie zu haben, auch mal auszusteigen, auch mal zurückzustehen, auch mal eine Auszeit zu nehmen oder Teilzeit zu arbeiten und trotzdem noch später oder parallel Karriere machen zu können, weiterzukommen in ihrem Berufsleben. Wir brauchen diese Kompetenzen für unsere Wirtschaft. Dafür setzen wir uns ein. Und deshalb ist das Elterngeld Plus eine wichtige Maßnahme von vielen. Und wir freuen uns auf die nächsten 4 Jahre hoffentlich, wo wir diese erfolgreiche Familienpolitik fortführen können. Nächster Redner ist der Kollege Martin Reichert, AfD. Herr Präsident, meine Damen, meine Herren, werte Gäste auf den Tribünen, ganz besonders die aus der Altmark. Nachdem wir nun hier von den erfolgreichen Maßnahmen der Regierung gehört haben, das Positive von unserer Seite gleich zum Anfang: Wir sind nicht grundsätzlich gegen das Elterngeld Plus. Wir sind ja froh für jeden Euro, den diese Regierung in Familien investiert, denn es ist ja im Ganzen wenig und erfolglos genug. Wir haben unsere Erde nur von unseren Kindern geborgt. Das ist ein indianisches Sprichwort. Es prangte 1983 auf den Wahlplakaten der Grünen und wirkt heute als Parole immer noch in weite Teile der Politik. Alle Regierungen der letzten Jahre haben mit viel Steuergeld und großem propagandistischen Getöse die vermeintlich geborgte Erde sich gekümmert. Eine Energiewende, Klimaschutz, Mülltrennung, Refugees Welcome, alles das sind die Weltrettungsprojekte, mit denen Sie in letzter Zeit und in den letzten Jahren hier den Deutschen Bundestag und das Volk beglückt haben. Um die Kinder haben Sie sich nicht hinreichend gekümmert. Denn Kinder, die nicht geboren werden, können uns auch nichts borgen. Kinder, die nicht geboren werden, werden keine Eltern. Und Eltern, die nicht geboren werden, beantragen auch kein Elterngeld Plus, meine Damen und Herren. Die jetzige geschäftsführende und vielleicht bald neue Bundesregierung feiert das Elterngeld Plus als familienpolitischen Erfolg. Meine Damen und Herren, diese Schönrednerei ist im Angesicht von 20% Kinderarmut in Deutschland und über 27% von Familien mit mehr als 3 Kindern, die von Armut bedroht sind, eine Farce. Und das muss hier einmal eindeutig ausgesprochen werden. Meine Damen und Herren, Deutschland ist nicht, wie uns die Öko-Ablasshändler von den Grünen weismachen wollen, von einer Klimakatastrophe bedroht. Deutschland ist bedroht von einer demografischen Katastrophe, und gegen die muss diese Regierung endlich vorgehen. Seit Anfang der 70er Jahre sterben mehr Deutsche, als geboren werden, zurzeit etwa 200.000 pro Jahr.
Diesen Prozess des Überalterns und Aussterbens des Souveräns hat die jetzige Bundesregierung mit der populistischen Phrase vom demografischen Wandel schön gefärbt. Tatsächlich ist diese Entwicklung eine demografische Katastrophe, eine Katastrophe, die anders als die Klimakatastrophe heute bereits im Lande fühlbar ist. Fehlende Kinder sind und fehlende junge Menschen führen zu Schieflagen in den Sozialsystemen und sind bereits heute in vielen Bereichen Ost- und Mitteldeutschlands in Verarmung und Verelendung im ländlichen Raum erkennbar. Aufgabe einer verantwortungsvollen Familienpolitik ist es daher, alle verfügbaren Kräfte dafür einzusetzen, den schon länger hier Lebenden, nämlich den Deutschen, die Möglichkeit wiederzugeben, Kinder ohne Sorge um Armut zu erziehen und zu bekommen. Das Elterngeld Plus ist vor diesem Hintergrund vermutlich ein nutzloses Instrument, bestenfalls aber ein Instrument, das seinen Nutzen nicht beweisen kann, denn die Erhaltung des Staatsvolkes und die Bekämpfung der demografischen Katastrophe taucht im gesamten Fragenkatalog zur Bewertung dieses Instrumentes nicht auf. Es drängt sich der Verdacht auf, meine Damen und Herren, dass das Elterngeld Plus auch gar nicht in Wirklichkeit für die Familien gedacht ist, sondern dass es eher eine Maßnahme im Rahmen des Social Engineering ist, meine Damen und Herren. Man könnte meinen, der Geist von Margarete Mitscherlich schwebt noch heute über dieser Regierung, die bereits 1987, und da war die Frage der demografischen Katastrophe schon ein Thema, gesagt hat, man könne das Aussterben der Deutschen eigentlich nicht bedauern. Diese Dame erhielt 2001 unter Johannes Rau das Bundesverdienstkreuz. Nun, meine Damen und Herren, ist aber mit der AfD ein neuer Geist in den Bundestag eingezogen, ein Geist der Demokratie und der Achtung vor dem deutschen Volk, als Souverän des Grundgesetzes. Ein Geist, der der Vergreisung und dem Aussterben des Souveräns entgegentritt. Wir bedauern das Aussterben der Deutschen durch eine kinder- und familienfeindliche Politik der jetzigen Bundesregierung, und das werden wir auch hier immer wieder anklagen. In Ihrem Familienreport 2017 gestehen Sie ein, dass in Deutschland Familien gegenüber kinderlosen Paaren ungleichgestellt sind. Ich zitiere, das durchschnittliche Nettoeinkommen von Familien liegt weiterhin um ca. 21% unter dem von kinderlosen Paaren. Ein paar Zeilen weiter zitieren Sie die Bilanz der Familienpolitik von 2013 bis 2017. Das Elterngeld Plus steht auf gleicher Höhe mit dem Punkt Ehe für alle unter der Förderung von Partnerschaftlichkeit. Meine Damen und Herren, Kinderarmut und Geburtenzahlen belegen, dass die gesamte Familienpolitik inklusive Elterngeld Plus dieser Regierung kolossal gescheitert ist. Sie hat weder den armen Familien geholfen, noch dazu geführt, den legitimen Kinderwunsch von Familien zu unterstützen. Weder das Elterngeld Plus noch der andere bunte Reigen ihrer ziel- und planlosen Familienpolitik hebt die Benachteiligung von Familien auf. Ja, wir kommen noch dazu. Da brauchen Sie hier nicht rumreden. Wir sind schon dabei, und lesen Sie auch mal unser Programm. Da stehen reichhaltig Forderungen drin. So. In seinem Urteil vom 3.4.2001 fordert trotz des Gepöbels aus den Regierungsreihen das Bundesverfassungsgericht den Gesetzgeber auf, die eklatante Schlechterstellung von Familien mit Kindern gegenüber Kinderlosen im Bereich der Sozialsysteme zu beenden. Um dieser Aufforderung gerecht zu werden, meine Damen und Herren, hätte es eines großen Wurfes im Bereich der Sozialpolitik und der Familienpolitik bedurft. Denn Sie tun nichts dafür, dass der legitime Kinderwunsch von Eltern, der zurzeit durch die Lebensverhältnisse, zu denen eben auch Kinderarmut, Altersarmut und Ähnliches gehört, verhindert wird. Aber Gerechtigkeit für Familien und die Erhaltung des Souveräns steht nicht auf dem Programm Ihrer Familienpolitik. Große Würfe, meine Damen und Herren, wagen Sie lediglich im Rahmen einer qualitativen und quantitativen Bevölkerungspolitik. Sie geben das Geld, das für eine verantwortungsvolle Familienpolitik benötigt wird, für die Einwanderung millionenfach in die Sozialsysteme aus. Und das ist eine Schande. Nein. Herr Kollege Reichert, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein.
Sie tun dies. Sie tun dies. Sehen Sie, Sie rufen doch alle schon genug dazwischen. Da brauche ich jetzt keine Zwischenfragen. Sie tun dies, obwohl Sie wissen, dass Einwanderung als Mittel zur Bekämpfung des Geburtendefizits generell ungeeignet ist. So. Und Sie als Regierung, Sie als Regierung, Sie sind in der Pflicht. Sie sind in der Pflicht und haben geschworen, Schaden vom deutschen Volke abzuwenden, meine Damen und Herren. Welcher Schaden aber an einem Volk kann größer sein als dessen Vergreisung und Aussterben durch eine kinderfeindliche Politik und durch kinderfeindliche Lebensumstände? Beenden Sie endlich diese Politik am Rande der Eidbrüchigkeit. Tun Sie etwas für Kinder und Familien, statt ideologische Dinge zu fordern. Setzen Sie die Forderungen des Verfassungsgerichts endlich um. Und außerdem planen Sie eine konzertierte Aktion gegen die demografische Katastrophe. Ehestandsdarlehen und tatsächlich nennenswerte Erhöhungen des Kindergeldes, das ist das Gebot der Stunde und nicht irgendwelches Herumgestocher im familienpolitischen Klein-Klein. Vielen Dank. Das Wort zu einer Kurzintervention erhält der Kollege Lehmann von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, sehr geehrter Kollege, da Sie mir keine Zwischenfrage gestattet haben, möchte ich Sie trotzdem an dieser Stelle in einer Frageform darauf hinweisen. Ist Ihnen bekannt, dass die Mikroanlage in diesem Haus sehr gut ausgesteuert ist? Herr Kollege Reichert, Sie können darauf antworten. Wenn Sie das Mikrofon, können Sie, glaube ich, hochziehen und dann geht es ganz gut. So. Ja, also ich weiß, dass sie sehr gut ausgesteuert ist. Und bei dem ständigen Dazwischengebölke von Ihnen war es mir einfach möglich und nötig, etwas lauter zu sprechen. Vielen Dank. Nachdem dieses auch geklärt ist, erteile ich das Wort der Kollegin Katja Suttig von der FDP-Fraktion. Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Kollege Reichert. Also Ihre kruden Thesen, Ihre fremdenfeindlichen Parolen, die Sie hier wirklich an jedem Tagesordnungspunkt irgendwo anbringen, die werden tatsächlich nicht besser, wenn Sie hier am frühen Morgen so rumschreien. Macht's kein bisschen besser. Meine Damen und Herren, gute und erfolgreiche Familienpolitik muss mit dem rasanten Wandel in der Gesellschaft Schritt halten, muss ihnen gerecht werden. Frauen wollen heute eben nicht mehr nur Mutter sein, sie wollen auch im Beruf erfolgreich sein. Und Väter wollen nicht mehr auf die Rolle des Ernährers reduziert werden, sondern sie wollen aktiv an der Erziehung ihrer Kinder teilhaben. Das Elterngeld mit seinen Weiterentwicklungen Elterngeld Plus und Partnerschaftsbonus, die können dabei unterstützen, wie der vorliegende Bericht an einigen Stellen auch zeigt. Beide ermöglichen jedenfalls im Grundsatz mehr Flexibilität und eine verbesserte partnerschaftliche Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und das ist auch gut so. Leider lässt der Bericht aber wichtige Fragen offen und betreibt damit ganz bewusst Schönfärberei. Wenn Sie, liebe Ministerin Barley, wirklich hätten wissen wollen, wie es um das Elterngeld Plus steht, dann hätten Sie doch nicht nur diejenigen befragt, die es beziehen, die sich also ganz bewusst für diese Leistung entschieden haben, zumal das gerade auch nur 28% der Anspruchsberechtigten waren. Viel spannender ist doch, was mit den übrigen 72% ist, die zwar Elterngeld beziehen, die aber sich offenbar gegen das Elterngeld Plus entschieden haben. Die kommen in ihrem Bericht, der sich auf eine Befragung von knapp 1000 Personen stützt, überhaupt nicht zu Wort. Und dabei könnte doch nur diese Gruppe die entscheidende Frage beantworten, warum entscheiden sich so viele gegen das Elterngeld Plus? Diese Frage zu stellen und sie in ihrem Bericht zu beantworten, das wäre methodisch sauberer, erkenntnisreicher und auch ehrlicher gewesen, meine Damen und Herren. Bleibt uns also, uns mit den abgefragten Informationen auseinanderzusetzen. Und die offenbaren ein sehr differenziertes Bild. Die Zahlen zeigen, dass die Bundesregierung das wesentliche Ziel bei der Einführung von Elterngeld Plus und Partnerschaftsbonus, also die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, bei einer großen Gruppe der Familien schlicht verfehlt hat. Jede fünfte Frau gibt an, aufgrund des Elterngeldes Plus länger aus dem Beruf ausgestiegen zu sein.
Mütter, die Elterngeld und Elterngeld plus mehr als 20 Monate nutzen, die gehen nur sehr selten einer Erwerbstätigkeit nach. Genauso wenig wie ihre Familien den Partnerschaftsbonus nutzen. Sie teilen also Job und Kindererziehung kaum. Gut funktionieren Elterngeld plus und Partnerschaftsbonus vor allem für doppelverdienende Paare mit ähnlich hohem Einkommen. Da bewirkt sie tatsächlich eine Flexibilisierung der Arbeitszeit. Verdienen Eltern dagegen sehr unterschiedlich, ist eine Berufstätigkeit für den geringer Verdienenden, meistens ist es ja die Frau, wenig attraktiv. Und damit erreicht das Elterngeld Plus für viele Paare eben keine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf und auch keine verbesserte partnerschaftliche Aufgabenteilung, sondern genau das Gegenteil, nämlich den Ausstieg aus dem Beruf. Und liebe Kollegin Schön, und deshalb können wir hier auch in Ihre Lobeshymnen, die Sie angestimmt haben, nicht einsteigen, auch heute nicht. Meine Damen und Herren, wir sehen aus dem Bericht, dass Elterngeld Plus setzt widersprüchliche Anreize. Und genau das gilt auch für die deutsche Familienpolitik insgesamt. Über die Jahrzehnte kamen zahllose familienpolitische Maßnahmen dazu. Alte wurden aber nicht gestrichen. Aktuell sind es über 150, die sich in ihren Zielen zum Teil erheblich widersprechen und damit gegenseitig blockieren. Und dass die neue zukünftige GroKo jetzt auch noch viele weitere angekündigt hat und ohne eine fundierte Evaluation der bestehenden, das ist nicht automatisch ein Grund zur Freude, meine Damen und Herren. Fast 20 Milliarden Euro, das sind ja nahezu 2/3 des Haushaltes, fließen jedes Jahr in die Familienpolitik. Und trotzdem werden die Familien nicht passgenau unterstützt. Und das, meine Damen und Herren, darf auf gar keinen Fall so bleiben. Steuerzahler und Familien, die haben ein Recht darauf, dass diese Ausgaben wirksamer investiert werden. Ziel muss es sein, die Familien so zu unterstützen, wie sie es heute brauchen und nicht, wie man das vor 50 Jahren dachte. Das Elterngeld und seine Erweiterung sind ein Schritt in die richtige Richtung, auch wenn wir weiteren deutlichen Verbesserungsbedarf sehen. Noch wichtiger aber ist, auch die vielen anderen familienpolitischen Leistungen und ihre Wechselwirkung stärker in den Blick zu nehmen. Das werden wir uns zur Aufgabe machen. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Sabine Zimmermann, Fraktion Die Linke. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, Elterngeld und Elterngeld Plus verfolgen das richtige Ziel. Es geht um die Absicherung von Eltern, die ihre Erwerbsarbeit reduzieren, und es geht um eine partnerschaftliche Aufteilung der Sorgearbeit. Aber wir alle wissen, dass man diese Ziele mit dem Elterngeld allein nicht erreichen kann. Die Bedingungen in der Arbeitswelt werden immer härter. Die Beschäftigten sollen für den Arbeitgeber immer flexibler werden. Aber wer auch beruflich selbst einmal kürzer treten möchte, wird ausgebremst. Er steigt dadurch nicht mehr auf, er hängt zumindest in den Lohnsprüngen nicht mehr drin, etc. etc. Und hier prallen doch eigentlich grundverschiedene Interessen aufeinander. Da hat sich auch bisher keine Bundesregierung richtig herangetraut. Wir Linke sagen, eine gute Familienpolitik heißt vor allem auch eine gute Arbeitspolitik. Und gute Arbeitspolitik heißt Flexibilität nicht nur für die Arbeitgeber, sondern auch für die Arbeitnehmerinnen und für die Arbeitnehmer und ihre Familien. Natürlich kann man mit dem Elterngeld etwas bewirken. Kleine Verbesserungen hat es ja auch schon gegeben, aber auch, weil die Linke seit Jahren Druck macht auf das Thema. Sonst hätten sie sich gar nicht so bewegt. Und wir erkennen die positive Entwicklung an, die sich in ihrem aktuellen Bericht auch zeigen. Und wir begrüßen, dass jetzt mehr Väter nicht nur 2 Partnermonate Basiselterngeld in Anspruch nehmen. Auch das Elterngeld Plus stößt auf wachsende Akzeptanz, und das ist gut so. Trotzdem verändert das Elterngeld nicht den gesellschaftlichen Status quo. Der Vater ist nicht mehr Alleinverdiener, aber weiterhin meist Haupternährer der Familie. Die Mutter ist nicht mehr allein für die Familienarbeit zuständig, aber weiterhin meist überwiegend. Was aber fehlt, sind Anreize, dieses Rollenmuster grundsätzlich aufzubrechen. Und das kann ich bei Ihnen nicht erkennen.
Die Linke streitet für eine Gesellschaft, in der das Geschlecht auf den Anteil an der Sorgearbeit keinen Einfluss mehr hat. Das Elterngeld könnte dazu beitragen. Es müsste aber anders ausgestaltet werden. Es muss personengebunden sein, 12 Monate für jeden Elternteil, 24 Monate für Alleinerziehende. Das wäre doch eine echte, konkrete Verbesserung. Zugleich entstünde ein Anreiz zur partnerschaftlichen Aufteilung. Meine Damen und Herren, das Elterngeld muss außerdem flexibler werden. Eltern müssen sich dafür entscheiden können, im ersten Lebensjahr ganz für ihr Kind da zu sein, ja auch gemeinsam, wenn sie es wünschen. Aber sie müssen natürlich auch die Möglichkeit haben, diese Leistung später im Leben des Kindes zu beanspruchen. Unsere Forderung ist hier bis zum 7. Lebensjahr. So kann man verschiedene Lebenssituationen auch Rechnung tragen und Väter noch mehr ermutigen, ihren Anteil beizutragen. So geht Zukunft, meine Damen und Herren. Ich möchte aber noch näher auf den Bericht der Bundesregierung eingehen. Es fällt auf, dass das Elterngeld Plus bei Familien mit geringen Einkommen kaum ankommt. Das müsste Ihnen doch eigentlich auch aufgefallen sein. Doch in Ihrem Bericht fehlt dazu jede Aussage, warum das so ist. Ich kann Ihnen das sagen, weil Ihre Familienpolitik eine reine Besserverdienerpolitik ist. Und das ist keine Familienpolitik für alle. Und das muss sich verändern. Gerade die Familien, die am dringendsten auf Unterstützung angewiesen sind, gehen beim Elterngeld leer aus. Eltern, die Hartz IV oder den Kinderzuschlag beziehen, und da erzähle ich Ihnen doch nichts Neues, wird das Elterngeld seit 2011 angerechnet. Da haben Sie gar nichts davon. Da kriegen Sie nicht einen Cent. Da kriegen Sie den Bescheid und das Jobcenter das Geld. Das ist doch ungerecht. So kann es doch nicht bleiben. Das ist das glatte Gegenteil von guter Familienpolitik. Die Linke fordert, die Anrechnung von Elterngeld auf Transferleistungen endlich wieder abzuschaffen. Und Ihr Bericht hat noch einen weiteren blinden Fleck. Das sind die Alleinerziehenden. 2/3 der Einelternfamilien sind von Armut bedroht. Aber die Alleinerziehenden haben Sie hierfür überhaupt nicht befragt, beziehungsweise kaum befragt. Deswegen können Sie ja auch gar nicht wissen, ob das Elterngeld Plus bei Alleinerziehenden ankommt. Wir reden mit den Alleinerziehenden und wir wissen, wo Ihnen der Schuh drückt. Fragen Sie mal bitte die Alleinerziehendenverbände. Die können Ihnen das ganz genau sagen. Alleinerziehende brauchen mehr Flexibilität beim Elterngeld Plus. Der Korridor von 25 bis 30 Wochenstunden für die 4 zusätzlichen Monate ist einfach zu eng. Das können Ihnen auch die Alleinerziehendenverbände bestätigen. Und weil Alleinerziehende häufig arm sind, wird vielen das Elterngeld auf die Transferleistung angerechnet. Und hier schließt sich wieder der Teufelskreis für diese Gruppe. Alleinerziehende. Ja, aber trotzdem können Sie das nicht immer wieder anrechnen. Deswegen haben ja die Kinder gar nichts davon. Und die Kinder brauchen es gerade ganz, ganz dringend. Und diese Leistung, die halten Sie Ihnen doch vor, wenn Sie hier schon mit mir darüber diskutieren. Das ist Ihre Familienpolitik. Und die Linke will ein Elterngeld, das bei allen Familien ankommt. Und für uns ist es eine Frage von Würde und Wertschöpfung, weil wir für bei uns jede Familie zählt. Dankeschön. Jetzt hat das Wort die Kollegin Katja Dörner, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Ich freue mich, dass wir den Bericht zum Elterngeld Plus nach der Regierungsbefragung noch mal ein zweites Mal hier im Plenum haben. Und ich freue mich, weil wir die Gelegenheit haben, über Handlungsbedarfe zu sprechen und über die Hausaufgaben zu sprechen, die die Politik noch zu machen hat. Und wir haben hier 8 Minuten Gebrülle und Gemotze von der AfD gehört und keinen einzigen Vorschlag nach vorne, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich finde, damit müssen wir uns hier überhaupt nicht aufhalten, weil es tatsächlich der Fall ist, dass die Politik noch Hausaufgaben hat. Denn Familien brauchen tatsächlich mehr Zeit füreinander.
und Eltern wollen Erwerbs- und Familienarbeit partnerschaftlich untereinander aufteilen. Und wie schaffen wir das? Und da habe ich ehrlich gesagt von der Ministerin und auch von der Unionskollegin nichts nach vorne gehört. Und ich muss schon sagen, Lobhudelei auf das, was erreicht worden ist, das ist doch ein bisschen mickrig, das reicht nicht. Ich finde, wir müssen auch nach vorne gucken, liebe Kolleginnen und Kollegen. Elterngeld und Elterngeld Plus sind ein Erfolg. Das sehen wir Grüne ganz klar so. Und das zeigt ja auch der Bericht ganz eindeutig. Die Inanspruchnahme von Elterngeld Plus hat sich in kurzer Zeit zwischen 2015 und 2017 verdoppelt. Der Anteil der Väter, die Elterngeld Plus in Anspruch nehmen, zeigt auch eine gute Tendenz. 2015 lag er noch bei 4,6%, jetzt sind es schon 13,8%. Aber auch da, liebe Kolleginnen und Kollegen, werden Sie mir zustimmen, dass da noch deutlich Luft nach oben ist. Ich habe gesagt, es sind gute Entwicklungen, aber trotzdem gibt es eben überhaupt keinen Grund, sich darauf auszuruhen. Wir haben in den letzten Jahren eine Studie nach der anderen bekommen vom DIW, vom WZB, von vielen anderen und eben im letzten Jahr auch den zweiten Gleichstellungsbericht. Und da steht eben immer dasselbe drin. Da steht drin, Eltern wünschen sich mehr Zeit für ihre Kinder, wünschen sich mehr Zeit für Familie. Sie wollen sich Erwerbs- und Familienarbeit partnerschaftlich untereinander aufteilen. Es steht immer wieder drin, Mütter würden gerne mehr arbeiten. Viele Väter sagen, sie würden gerne weniger arbeiten. Sie würden gerne ihre Arbeitszeit reduzieren, um mehr Zeit mit der Familie verbringen zu können. Und sie können es eben in ihrem Alltag nicht umsetzen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das meine ich, wenn ich sage, die Politik hat Hausaufgaben zu machen. Es ist unsere Aufgabe, es Familien leichter zu machen, so leben zu können, wie sie es sich selber wünschen. Und leider, das muss ich sagen, findet sich im Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD, also in der Großen Koalition, die man eigentlich ja gar nicht mehr als Große Koalition bezeichnen kann, dazu findet sich im Koalitionsvertrag eben nichts. Es gibt einen ganz dünnen Halbsatz, da steht, mehr Zeit für Familien soll ermöglicht werden. Aber ansonsten bleibt das alles komplett vage. Und da muss ich konstatieren, die schwarz-rote Koalition hat offensichtlich nicht vor, ihre Hausaufgaben an der Stelle zu machen. Und das ist keine gute Perspektive für die nächsten Jahre. Und dabei gibt es ja ganz gute, diskussionswürdige Vorschläge. Und ich zeige Ihnen mal einen. Das ist die sogenannte Familienarbeitszeit der SPD. Um präzise zu sein, das hier ist ein Schaubild. Dazu aus dem BMF-SFJ. Das hat Ministerin Schwesig, viele von Ihnen werden sie noch kennen, am 16. Juli 2016 präsentiert. Und Frau Schwesig hatte sogar für 2017 einen konkreten Gesetzentwurf dazu angekündigt. Dieser Gesetzentwurf hat nie das Licht der Welt erblickt. Jetzt bin ich nicht der Meinung, dass die Familienarbeitszeit das optimale Modell ist, aber dass sich mit Blick auf eine Familienarbeitszeit, auf mehr Zeit für Familien im Koalitionsvertrag jetzt überhaupt nichts findet, dass dieses ganze Thema komplett ausgeblendet wird, das ist eine schlechte Nachricht für die Familien in unserem Land. Und ich bin ja auch immer dafür, dass man Ross und Reiter benennt. Und an der Stelle muss man sicherlich konstatieren, dass es nicht die SPD schuld ist, dass davon nichts im Koalitionsvertrag steht. Es ist ganz klar, dass die Union dieses Thema blockiert. Und ich muss sagen, mir ist das unbegreiflich, dass eine Partei, die sich so dafür selber lobt und sich so viel darauf einbildet, Familienpartei zu sein, nicht mal bereit ist und sich so vehement dagegen wehrt, über Maßnahmen nachzudenken, die dazu führen, dass Familien wieder mehr Zeit füreinander haben, dass junge Eltern weniger gehetzt durchs Leben gehen können. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir werben weiter für unsere Kinderzeit Plus. Wir wollen das Elterngeld und das Elterngeld Plus weiterentwickeln. Es soll auf 24 Monate ausgeweitet werden, damit Eltern es länger in Anspruch nehmen können. Und wir wollen es eben auch flexibler gestalten, damit es besser ins Leben der Familien passt. Zeiten, in denen die Arbeitszeit reduziert wird und das auch finanziell abgesichert wird, das soll so ausgestaltet sein, dass man das in Anspruch nehmen kann, bis die Kinder 14 Jahre alt sind.
Kinder brauchen nicht nur in den ersten Lebensjahren mehr Zeit mit ihren Eltern, sondern sie brauchen es auch, wenn sie älter sind, sei es, weil ein Schulwechsel ansteht oder weil das Leben einfach mal nicht so geradlinig verläuft, wie man sich das vorgestellt hat. Und es ist uns eben ganz besonders wichtig, liebe Kolleginnen und Kollegen, Eltern darin zu unterstützen, Erwerbs- und Familienarbeit partnerschaftlich untereinander aufteilen zu wollen. Deshalb wollen wir unbedingt die Partnermonate ausweiten. Und es soll besonders gefördert werden, wenn beide Eltern in vollzeitnaher Teilzeit tätig sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen, so sieht unserer Meinung nach moderne Familienpolitik aus. Und es ist leider bitter, dass nicht nur die alte GroKo das ausgeblendet hat, sondern die neue kleine GroKo da auch nicht anders agiert, sondern genauso weitermacht. Es reicht eben nicht, sich für Erreichtes zu loben. Wir müssen auch nach vorne blicken. Wir werden das hier in den nächsten Monaten und Jahren forcieren und hoffen, dass wir eben auch mit Blick auf mehr Zeit für Familien mehr erreichen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke sehr. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Torbjörn Kartes zu seiner ersten Rede im Deutschen Bundestag. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich freue mich sehr, dass ich gerade meine erste Rede im Deutschen Bundestag zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie halten darf. Das ist das zentrale Thema für junge Familien. Das spüren wir als Familie im Übrigen in regelmäßigen Abständen selbst. Und ich weiß, dass es ganz, ganz vielen Familien in unserem Land ähnlich geht. So gehört es zur Realität dazu, dass die Betreuung gerade von kleinen Kindern oft ohne die Großeltern nur sehr schwer zu organisieren ist. Es ist unsere, glaube ich, gesamtgesellschaftliche Aufgabe, weiter an der Verbesserung der Rahmenbedingungen zu arbeiten, damit in Deutschland mehr Kinder auf die Welt kommen und damit unser Land insgesamt noch kinderfreundlicher wird. Und um dies auch gleich zu sagen, ich bin der Meinung, dass der Staat nicht alle Herausforderungen von jungen Familien lösen muss. Die Erziehung von Kindern ist und bleibt zuvorderst auch Aufgabe ihrer Eltern. Wir wollen als Union auch nicht die freie Entscheidung der Familien eingreifen. Wir schreiben keinen Weg vor. Auch Familienarbeit ist Arbeit und verdient unsere Unterstützung und Anerkennung. Für diejenigen, die Erwerbstätigkeit und Familienarbeit besser verbinden möchten, da wollen wir aber etwas tun. Und um es noch einmal ganz deutlich heute zu betonen, ich glaube, das ist notwendig, Elterngeld Plus und auch die Partnerschaftsmonate tragen die Handschrift der Union. Und sie tragen ganz erheblich dazu bei, dass Beruf und Familie besser zu vereinbaren sind, gerade wenn unsere Kinder klein sind. Und das sollten wir heute auch nicht kleinreden. Das sollten wir nicht kleinreden. Wir sollten um kurz nach neun hier auch noch nicht rumschreien und völlig am Thema vorbeisprechen. Den Geist, liebe Kollegen von der AfD, von denen Sie gesprochen haben heute, den haben wir gesehen, den haben wir heute Morgen gesehen, den haben wir auch gestern wieder gesehen, welcher Geist hier eingezogen ist. Und das, was wir von Ihnen erwarten würden, wäre, dass Sie endlich mal Vorschläge machen würden, konkrete Vorschläge machen würden, wie Sie die Situation von Familien in Deutschland verbessern wollen. Ich kann Ihnen das noch mal sagen, das ist das Elterngeld Plus, es ist eine Erfolgsgeschichte und ich finde, wir sollten darauf stolz sein. Die Regelung ermöglicht Eltern, länger gemeinschaftlich die Kindeserziehung aufzuteilen und zugleich den Anschluss im Beruf nicht zu verlieren. Das ist ein gutes Angebot für Familien und es verwundert nicht. Es verwundert nicht und wir haben es ja heute gehört, dass es immer besser angenommen wird, insbesondere auch von den Vätern. Der Bericht zeigt auch, das Elterngeld Plus ermöglicht insbesondere Frauen auch einen früheren Wiedereinstieg in den Beruf. In unserer sich immer schneller auch verändernden, digitaler werdenden Arbeitswelt wird das auch immer wichtiger. Denken Sie mal an eine Mutter, die im IT-Umfeld im weitesten Sinne tätig ist und die es nach über 8 Jahren Familienauszeit wieder gilt, in ihren Job zu integrieren. Das ist durchaus anspruchsvoll, im Übrigen nicht konstruiert, sondern ein Fall aus meinem eigenen Berufsleben,
als Personalleiter eines mittelständischen Energieversorgers. Und es zeigt eben, wie wichtig es ist, früher wieder den Anschluss auch an den Arbeitsplatz finden zu können, wenn man das möchte. Das ist wichtig für Eltern und im Übrigen auch für Arbeitgeber. Früher in Teilzeit zurückzukommen, das macht eben gerade das Elterngeld Plus möglich. Zugleich stellt es aber auch eine große Herausforderung für Unternehmen dar. Und ich finde, das muss man heute Morgen auch mal sagen, es ist durchaus eine Herausforderung, wenn monatsweise, teilweise auch länger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Elternzeit gehen und für diesen Zeitraum eben auch ersetzt werden müssen, weil sie einfach auch nicht ersatzlos wegfallen können, weil auf einer Schicht, wenn einer fehlt, dennoch eben für Ersatz gesorgt werden muss. Deswegen ist das für Unternehmen eine Chance, aber immer auch eine Herausforderung. Beruf und Familie zu vereinbaren, ist also schon vielfach Thema in der alltäglichen Arbeit unserer Unternehmen. Die Zeiten, in denen Vorstellungsgespräche vor allem Gehaltsverhandlungen waren, in denen es also vor allem darum ging, um die Höhe des Einkommens ging, sind lange vorbei. Stattdessen geht es um Fragen wie, wie kann ich meine neue Arbeitsstelle mit meinem Familienleben kompatibel machen? Kann ich an einem oder zwei Tage pro Woche vielleicht auch mal von zu Hause arbeiten? Kann ich meine Arbeitszeit flexibel gestalten, also am Nachmittag nach Hause gehen, mit den Kindern spielen und wenn die dann im Bett liegen, auch wieder weiterarbeiten? Das sind die Themen dieser Zeit, mit denen wir uns, denke ich, beschäftigen sollten. Das Elterngeld Plus und der Partnerschaftsbonus können eine Antwort auf diese Frage geben, eine von vielen Antworten wohlgemerkt, aber sie sind ein wichtiger Beitrag dazu, dass wir als Land kinderfreundlicher werden. Natürlich gibt es beim Elterngeld Plus auch Dinge, die wir verbessern können. Die Rheinpfalz, das ist die Lokalzeitung meiner Heimatstadt Ludwigshafen, hat im Vorfeld über diese Rede berichtet und wir haben ganz, ganz viel Rückmeldungen bekommen zum Thema Elterngeld Plus und das zeigt einfach, wie sehr es die Menschen auch im Wahlkreis bewegt. Da ist ganz, ganz viel Lob dabei, aber es gibt eben durchaus auch Themen, die wir noch besser machen können. Das ist eine komplexe Regelung geworden, das ist eine Regelung, die durchaus auch bürokratisch ist und Familien fühlen sich dabei nicht immer optimal beraten. Deswegen glaube ich schon, dass wir noch einiges zu tun haben. Wir brauchen Anlauf- und Auskunftsstellen für alle Familienangelegenheiten, eine Auskunftsstelle, wo sich Familien hinbewegen können. Das ist und bleibt unser Ziel. Und darüber hinaus gibt es noch vieles weitere zu tun, glaube ich, damit unsere Gesellschaft und unsere Arbeitswelt noch kinder- und familienfreundlicher wird. Unsere bisherigen Anstrengungen, das kann ich für die Union sagen, werden wir in den kommenden 4 Jahren fortsetzen. Und ich werde dazu gerne auch meinen Beitrag leisten. Vielen Dank. Jetzt hat das Wort die Kollegin Katja Maas, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich will auf meine Vorrednerinnen und Vorredner gerne eingehen. Viele Eltern bringen in Deutschland ihren Kindern bei, wer schreit, hat Unrecht. Und ich will erinnern an Anita Lasker-Wallfisch, die zum Holocaust-Gedenktag uns eine wichtige Botschaft, wie ich finde, mit auf den Weg gegeben hat. Sie erinnern sich vielleicht, dass sie zuerst von ihrem Hass gegenüber Deutschland gesprochen hat und dann gesagt hat, dass sie eidbrüchig geworden ist. Und sie hat gesagt, Hass ist einfach ein Gift. Und letzten Endes vergiftet man sich selbst. Und ich finde, das passt ganz gut zu dem, was wir heute Morgen in der Debatte schon erlebt haben. Ich will zu meiner Kollegin Frau Suding von der FDP auch noch mal ohne Zwischenruf in aller Ruhe sagen, ich finde ja legitim, dass Sie nicht alles in Ordnung finden, was bei den Familienleistungen in Deutschland passiert. Ich will auch mehr. Sie haben uns aber leider im Unklaren gelassen, was Sie abschaffen wollen. Und Sie haben nicht nur uns im Unklaren gelassen, sondern die Bürgerinnen und Bürger da draußen auch. Ich will sagen zu dem Bericht, den wir heute diskutieren. Ich glaube, wichtig für uns von der SPD-Bundestagsfraktion, für die ich hier spreche, ist, dass Familienbilder und Familienwünsche sich ändern und dass Familien, junge Familien an uns mehrheitlich den Wunsch herantragen, Sorgearbeit für die Kinder
und Erwerbsarbeit partnerschaftlich zu leben und zu teilen. Und ich glaube, dass sich Politik diesem Wunsch nicht verschließen darf, sondern wir müssen Instrumente schaffen, um diesen Wunsch für junge Familien zur Realität werden zu lassen. Und genau deshalb diskutieren wir heute das Elterngeld Plus und den Partnerschaftsbonus. Und man muss sich in junge Familien heute hineindenken. Sie wollen partnerschaftlich sich alles aufteilen. Und ich will nicht verhehlen, dass ich weiß, dass es dabei natürlich auch Zeitkonflikte gibt. Ganz klassische Zeitkonflikte. Jeder muss sich doch mal nachdenken, wie man die Ferienzeit in der Schule in der Partnerschaft überbrückt, wie man überbrückt, wenn die Großeltern dann doch keine Zeit haben oder andere Babysitter keine Zeit haben oder Kinder ganz einfach mal krank sind, was sie, wenn sie klein sind, relativ häufig sind. Und deshalb geht es eben darum, dort Erleichterung zu schaffen, wo Druck auf die Familie kommt und sie ernst zu nehmen. Und ich will Ihnen sagen, aus meiner Sicht ist die größte Mammutaufgabe tatsächlich, Kinder gut zu erziehen, ihnen Halt und Geborgenheit zu geben und ihnen Orientierung im Leben zu geben. Aber ich will dazu sagen, Mammutaufgabe hört sich ja so schwer an und lastet auf unseren Schultern. Es ist gleichzeitig die schönste Mammutaufgabe, die ich mir persönlich vorstellen kann. Und in diesem Bericht zum Elterngeld Plus und zu den Partnerschaftsbonusmonaten wird doch deutlich, dass 70% der Eltern, die den Partnerschaftsbonus in Anspruch nehmen, das heißt, man nimmt das Elterngeld, ein Elterngeldmonat wird quasi verlängert, um für alle, die nicht jeden Tag Elterngeldpolitik machen, das nochmal zu erklären. Normalerweise kriegt man Elterngeld 12 plus 2 Monate und im Elterngeld Plus kann man es eben 28 Monate, wenn man die Partnerschaftsbonus in Anspruch nimmt, in Anspruch nehmen. Und dann kann man auch Teilzeit parallel arbeiten. Und deshalb, und im Partnerschaftsbonusmonaten in den Vieren arbeiten beide Eltern. Und deshalb ist es eben ein gutes Instrument, um Partnerschaftlichkeit zu leben. Und sie wollen partnerschaftlich leben. 70% sagen, das finden sie gut und sie wollen eben erwerbstätig sein und sich um die Kinder kümmern. Und genau dieses Instrument kommt dort an, wo es ankommen soll und ist deshalb auch ein gutes. Und natürlich haben wir in unserem Koalitionsvertrag, den CDU, CSU und SPD vereinbart haben, viele, viele, viele Errungenschaften für junge Familien mit drin. Ich beginne mit dem Kindergeld. Ich beginne mit der Abschaffung des Solis, das die Eltern genauso betrifft wie die Instrumente, die wir in der Infrastruktur schaffen. Wir haben dafür gekämpft, als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, dass es ein Recht auf Ganztag im Grundschulalter gibt. Weil junge Eltern, die kommen auf jeden Fall zu mir in meinem Wahlkreis, die haben die Kinder in der Ganztagskita, aber in der Grundschule haben sie das nicht mehr und können plötzlich nicht mehr arbeiten, was im Kindergarten und in der Kita noch möglich war. Deshalb steht es in diesem Koalitionsvertrag, ist mit 3,5 Milliarden auch finanziert. In diesem Koalitionsvertrag steht drin, dass wir ein Kita-Qualitätsgesetz machen, um Qualität zu schaffen und den Einstieg in den Abbau von Gebühren und Gebührenfreiheit hinzubekommen. Keine andere Partei kämpft für die Gebührenfreiheit in der Kita außer die SPD. Und deshalb steht es in diesem Koalitionsvertrag drin. Und in diesem Koalitionsvertrag steht ganz viel drin, was wir für die Alleinerziehenden tun und zur Bekämpfung von Kinderarmut. Wir haben ein Riesenpaket zur Bekämpfung von Kinderarmut mit 1 Milliarde solide durchfinanziert. Und wir helfen auch den Kindern, die im SGB II sind, also die Arbeitslosengeld II bekommen. Und dort sorgen wir dafür, dass sie künftig Nachhilfe bekommen. Wir sorgen dafür, dass sie kein Geld mehr fürs Mittagessen in die Hand nehmen müssen. Wir sorgen dafür, dass sie kein Geld mehr für die Schulfahrkarte zahlen. Und jetzt denken Sie alle vielleicht, das sind aber kleine Dinge, die die Frau Master sagt. Aber ich sage Ihnen, wir sind hier Abgeordnete, um das Leben der Familien mit Kindern ganz konkret zu verbessern. Und das sind sehr konkrete Dinge, die bei den Familien und den Kindern in Deutschland ankommen. Und ich bin wirklich stolz, dass wir es hingekriegt haben, Kinderrechte als Grundrecht in diesem Koalitionsvertrag als Ziel unserer Politik zu vereinbaren, weil das stärkt Familien und Kinder an dieser Stelle. Und deshalb haben wir viel gemeinsam erreicht und ich finde es gut. Und ich finde auch gut, dass die Frage nach Zeit und Flexibilität auch die IG Metall und die Metallarbeitgeber in ihrem Tarifabschluss zum Thema gemacht haben. Wir sind hier ja nicht im luftleeren Raum, sondern auch andere gesellschaftliche Akteure greifen das auf. Und ich will zum Schluss kommen sagen, wir haben damals an der Seite von Renate Schmidt gesellschaftliche Mehrheiten für das Elterngeld erkämpft. Und wir kämpfen immer noch dafür, da sind wir mit CDU und CSU nicht zusammengekommen, dass es künftig eine Familienarbeitszeit gibt, dass die Eltern einen Zuschuss vom Staat kriegen, wenn sie
weiterarbeiten und ihre Arbeitszeit reduzieren. Da sind wir noch nicht zusammengekommen, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Aber wir von der SPD werden weiter daran arbeiten, Partnerschaftlichkeit, Zeit für Familie und gutes Aufwachsen unserer Kinder in dieser Gesellschaft zu gewährleisten. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Grigorios Agilidis zu seiner ersten Rede im Deutschen Bundestag. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Frau Maas, grundsätzlich, bevor man Vorschläge machen kann, um etwas zu verbessern, muss eine detaillierte Analyse und eine Überprüfung stattfinden. Erst dann kommen die Vorschläge. Nun aber zum Thema. Das Ziel einer verbesserten Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstütze ich ausdrücklich. Und grundsätzlich setzen das Elterngeld Plus und der Partnerschaftsbonus hier gute Akzente. Allerdings leidet es, wie der Bericht des Ministeriums deutlich darstellt, an einigen und leider auch sehr ernsthaften Kinderkrankheiten. Folgende Punkte seien hier exemplarisch genannt. Laut Allensbach sind für Familien und Eltern flexible Arbeitszeiten besonders wichtig. Da verwundert es doch sehr, dass der Partnerschaftsbonus einen starren Arbeitszeitkorridor von 25 bis 30 Stunden für beide Elternteile vorgibt. Individuelle Teilzeitvarianten jenseits dieser Bestimmungen sind nicht mal vorgesehen. Diese Regelung ist dadurch nicht nur lebensfremd, sondern sie ist auch so familienfeindlich gestaltet, dass bei geringster Abweichung, ja sogar selbst bei Krankheit, auch nur eines Elternteils in nur einem der Partnermonate der Bonus komplett zurückgezahlt werden muss. Wie absurd ist das denn? Da wird jemand in der Familie krank und dann sagt der Staat auch noch als Belohnung, Ironie für all die, die es noch nicht gleich realisiert haben, wir nehmen das Geld zurück und die Unterstützung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, diese und solche familienfeindlichen Regeln müssen schnellstens modifiziert werden, dass Familien nicht aufgrund von Planungssicherheit überhaupt oder von fehlender Planungssicherheit überhaupt keinen Antrag stellen. Aus meiner Sicht ist diese Arbeitszeitregelung und generell die Arbeitszeitregelung trotz vermeintlicher Gleichbehandlung gerade für Alleinerziehende meilenweit von der Realität entfernt. Auch dort ist der Korridor von 25 bis 30 Stunden völlig entfernt von der Realität von Alleinerziehenden, die meistens eben nicht 25 Stunden mindestens arbeiten können. Zudem müssen die Möglichkeiten von digitaler Arbeit wie Homeoffice und andere selbstbestimmte Teilzeitmodelle berücksichtigt werden und Eltern und Betriebe in die Lage versetzt werden, diese auch auszugestalten und wahrzunehmen. Dies verbessert endlich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf als wichtiges Ziel, und zwar signifikant. Nur jede vierte Mutter und jeder fünfte Vater, übrigens, die das Elterngeld Plus beziehen, halten die Antragstellung für leicht. Dies führt zu Förderlücken für Familien, die insbesondere bei niedrigen Einkommen schmerzhaft sind. Hinsichtlich der Nichtbeziehenden wird überhaupt keine Aussage getroffen. Da hat Katja Suding zu Recht darauf hingewiesen, das ist ein ganz großer weißer Fleck des Berichts. Und da müssen wir nachhaken, meine Damen und Herren. Außerdem müssen die Elterngeldvarianten endlich bundesweit digital beantragt werden können, damit grundsätzlich der Wust an Formularen, die Eltern in der Zeit nach der Geburt ausfüllen müssen, reduziert wird. Dadurch wird übrigens auch ein möglicher Wechsel der Elterngeldvarianten, der ja ausdrücklich vorgesehen ist, deutlich vereinfacht. Eine digitale Bearbeitung spart den Familien Aufwand und schenkt ihnen kostbare Zeit füreinander. Schon diese konkreten Verbesserungen, und darum sollte es, finde ich, auch in unserer Arbeit hier im Hohen Hause gehen, nämlich Themen, Probleme zu erfassen und konkrete Verbesserungen vorzuschlagen. Schon diese konkreten Verbesserungen stärken insgesamt die Selbstbestimmung der Familien, indem sie sich an ihren Lebensrealitäten und Bedürfnissen orientieren. Auch deshalb hat Katja Suding zu Recht bereits festgestellt, dass eine kontinuierliche und ideologiefreie Überprüfung aller familienpolitischen Leistungen die Basis für eine immer bessere Familienpolitik ist. Herr Kollege. Letzter Satz.
Nur so verbessern wir die Situation und Perspektive von Eltern und Kindern nachhaltig und stärken Familien als Keimzelle und Fundament unserer Gesellschaft. Vielen Dank. Danke, Herr Präsident. Letzter Redner in dieser Debatte ist der Kollege Michael Kissling, CDU-CSU. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Vater, Mutter, Kinder. Die Mutter schmeißt den Haushalt, erzieht die Kinder. Der Vater geht in die Arbeit, bringt das Geld heim. Das ist das typische Rollenverständnis des 19. Jahrhunderts. Meine Herren, meine Damen, da hat sich viel geändert. Und Herr Reichert, wenn Sie die Statistik lesen, lesen Sie auch, dass sich die Geburtenrate seit den letzten Jahren gestiegen ist. Natürlich hat sich viel geändert, aber das liegt bestimmt nicht an Ihrem Schreien. Im Jahr 1950 zum Beispiel wurden 750 Ehen geschlossen. 2016 waren es 400.000 Ehen, obwohl die Bevölkerungszahl gewachsen ist. Wir sehen, dass die Familienformen sich geändert haben, maßgeblich verändert haben, dass es immer mehr Alleinerziehende gibt, dass die Erwerbstätigkeit der Frauen steigt, dass Kinder häufiger in die Kita und in den Kindergarten gehen. Und aus der Alleinverdienerfamilie der 60er Jahren wird immer häufiger eine Familie mit zwei Einkommen. Die heutige Realität der Erwerbsmodelle hat sich geändert. Wenn wir uns die anschauen, was ja auch der Bericht zeigt, dass 40% der Eltern sich entscheiden für Vollzeit und in Teilzeit. Ein Viertel davon der Eltern arbeiten beide Eltern in Vollzeit. Und auch das Alleinverdienermodell entscheiden sich auch ein Viertel davon. In der Diskussion wird Letzteres oft belächelt und als rückständig bezeichnet. Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass alle Erwerbsmodelle ihre Daseinsberechtigung haben. Erwähnen möchte ich auch, es gehört auch dazu, dass knapp 10% der Familien beide Elternteile in Teilzeit sind. All diese vielfältigen Erwerbsformen hat der Staat nicht von sich aus initiiert. Sie entstanden durch ökonomische Realitäten zum anderen, aber zum einen auch durch den individuellen Wunsch der Frauen und Männer nach Erwerbstätigkeit und nach mehr Familie. Mütter und Väter wollen heute beides. Sie wollen Familie und Beruf und Kind und Karriere. Sie wollen für ihre Familie da sein und im Beruf weiterkommen. Und jeder, der Kinder hat, weiß, mit der Geburt eines Kindes macht man sich in der Familie Gedanken. Gedanken, wer geht in die Arbeit, wer erzieht die Kinder, wer darf zu Hause bleiben. Und da, denke ich, haben wir mit dem Familiengeld Plus eine gute Lösung geliefert, die dort unterstützt. Meine Damen und Herren, und eins ist auch noch wichtig. Bei der Frage, wer zu Hause bleibt und wer die Kinder erzieht, das ist eine höchst private und individuelle Entscheidung der Eltern. Und da ist es wichtig, dass sich Staat, Politik und Ideologien raushalten. Staat und Politik können aber eines. Sie können die Rahmenbedingungen setzen, dass die Familien, die Eltern die freie Wahl haben. Die freie Wahl, wer geht in die Arbeit, wer bleibt zu Hause oder teilen wir uns das. Und das sind gute Voraussetzungen. Nicht umsonst sind auch fast 4 von 5 Empfängerinnen und Empfängern Fans dieser Leistung. Und mit der Reform vor 3 Jahren haben wir es geschafft, dass Lebensentwürfe, Lebenswirklichkeit und die Gesetzeslage in Einklang gebracht wurden. Die eben aufgezeigte Vielfalt der heutigen Erwerbsmodelle und die positive Rückmeldung der Umfrage zeigt, dass die Menschen mittlerweile eine echte Wahlfreiheit haben und nicht auf das traditionelle Rollenverständnis des 19. Jahrhunderts zurückgreifen müssen. Das Elterngeld Plus und der Partnerschaftsbonus wirken. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wurden deutlich erhöht. Auch das bestätigt der Bericht. Natürlich gibt es immer wieder Raum zur Verbesserung. Deshalb ruhen wir uns nicht aus,
auf diesen Erfolg. Wir werden das Kindergeld pro Kind um 25 Euro pro Monat erhöhen. Wir werden den Kinderzuschlag erhöhen, um einkommensschwache Familien zu entlasten. Wir werden Länder und Kommunen mit mehreren Milliarden Euro weiter beim Ausbau des Angebotes und der Steigerung der Qualität der Kinderbetreuung unterstützen. Und wir werden einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter einführen. Meine Damen, meine Herren, ja, es gilt, Deutschland familienfreundlicher zu machen, kinderfreundlicher zu machen. Wir haben uns viel vorgenommen, zusammen mit der SPD. Jetzt müssen uns nur noch die SPD-Mitglieder lassen. Ich bin mir sicher, da bin ich positiv gestimmt. Ich bin mir sicher, dass wir dann mit diesen Maßnahmen die Wahlfreiheit für Eltern noch größer machen werden und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter stärken. Ich freue mich drauf und freue mich auf die Zusammenarbeit. Danke sehr. Damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlage auf der Drucksache 400 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Sie sind damit einverstanden? Das ist der Fall. Dann ist die Überweisung so beschlossen. Dann rufe ich auf. Gut, dann der Kollege Kiesling hat auch eben seine erste Rede gehalten. Dazu beglückwünsche ich Sie besonders. Es war mir vorher nicht mitgeteilt worden, sonst hätte ich Sie gleich schon ganz anders behandelt.